Tante Henriette ist gut jetzt. Was schmückst du denn da aus? Also, ich bin nicht dein Lieber, aber ich bin dein Neffe. Ja. Also, versuch mich mal hier nicht in irgendwelche, wie soll ich das sagen, in irgendwelche Schubladen zu schieben. Ich fange mit meiner Tante kein Verhältnis an. Das war krank, ey. Der 57-jährige Neffe fängt mit der alten, fast 80-jährigen Tante ein Verhältnis an, oder was? Also bitte. Naja, ein bisschen durchgeknallt warst du ja schon immer, Henriette. Ach nee, Tante Henriette hast du ja immer Wert drauf gelegt, dass ich Tante Henriette sage, ja. Ach, ich habe mir den Arm wieder ausgezerrt, ey, immer was anderes. Henriettchen, Tante Henriette, ich will jetzt ein bisschen schlafen, ja. Dein Gedrüsel und dein albernes Gequatsche, da kannst du ja deine Kuchentanten und deine Kaffetanten anrufen und mit denen darüber reden, ja. Oder du suchst dir hier irgendwo irgendwelche Leute, mit denen du dir schreibst oder dich austauscht. Der Großteil ist ja hier vernünftig und nett, ja. Also ein paar Geistesgestörte hast du immer, die plötzlich auf der Bildfläche erscheinen. Ich sag dir, manche von denen hier, die hier so ihren Dampf ablassen, die sollen mir nicht persönlich begegnen. Sehe ich da mal ihn auf der Straße, er kriegt einen Tritt. Naja, der kriegt einen Tritt in den Arsch. Ja, ich lasse mir sowas nicht gefallen, hier so ein Dreck. Verpisst euch, wenn es euch hier nicht gefällt. Macht ihr meine Tante fertig, lernt ihr meine wahre Schnauze kennen, das schwöre ich euch.